So Leute, der Vex hier und willkommen zu einem kleinen Indie-Game und zwar nennt sich das Dream of the Blood Moon. Das hat Bugo heute Morgen gezockt und das hier ist im Prinzip nur meine Videoantwort an ihn. So, dann starten wir das Ganze mal. Eine Träne. Das Poster gefällt mir. Und die Bettdecke ist irgendwie so ein bisschen... So was hatte ich auch als Bettdecke, da war ich glaube ich 5 oder so. Ich habe extra beim Video von Buga auch nur an bestimmten Stellen einfach mal, ja gut, einfach mal random Stellen ausgewählt und immer mal wieder ein bisschen reingeguckt, weil ich mich nicht zu sehr spoilern wollte. Okay. Wie ekelhaft. Aber wie episch gemacht. Gefällt mir. Oh. Okay, das Einzige, was ich über das Spiel weiß, ist die Tatsache, dass es ein Horrorspiel ist. Und ja, mehr weiß ich auch gar nicht. 6 tears, 6 regrets, 5 to solve and 1 misplaced. Bring them to my tree. Holy shit, okay. Gut. Den Baum müssen wir erstmal finden. Das ist die Sonne. Wow. Das sieht echt geil aus. Also, gefällt mir. Bruder hat auch gesagt, dass es von einem Typen programmiert wurde. Oh, okay, da bekommt man leicht Gänsehaut. Bei dieser unglaublich schönen Hintergrundmusik, Melodie, Soundkulisse, whatever. Warum leuchtet der Baum irgendwie so komisch rot? Ey, der leuchtet wirklich komisch rot. Warum ist das so? Ach nee, das... Ja, irgend... Na, ja, keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall sah der Baum irgendwie komisch aus. Der auch. Na gut, gibt's aber irgendwie nichts zu machen. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich habe bei Bruder irgendwas gesehen, von wegen, da gab es so eine kleine Ritualstätte oder sowas. Sah zumindest aus wie so ein kleiner Ritualplatz. Und ich komme mir vor, als ob ich einfach jetzt nirgendwo laufen würde. Aber das sieht echt cool aus. So könnten die Slender-Teile aussehen. Es würde viel spannender sein, wenn so ein schwarzer Kackbalken mitten in so einem vernebelten Wald rumstehen würde. Oh, was ist das denn? Irgendwelche Steinbildungen? Okay, ist hier vielleicht irgendwas? Ey, komm, hier muss irgendwas sein. Oh, hier sind noch mehr. Sind wir Junge oder sind wir ein Mädchen? Hört sich eigentlich vom Atem, vom Atmen her wie ein Junge an. Alter, wie viele sind das denn? Und noch mehr? Alles klar. Hier muss ja irgendwas... Was ist das denn? Wow, ey, wow. Ich bin impressed. Die Engine sieht ja mal voll geil aus. Was? Warum? Hä? War das jetzt gerade ein Junge oder war das ein Mädchen? Das... Hä? Okay. Also, naja. Was soll das sein? Hopp! Ach. Eine unsichtbare Mauer. Gut, so unsichtbar ist die gar nicht. Aber da können wir auf jeden Fall nicht lang. Es geht den Berg hoch. What the f... Was so... Holy shit. What? Was? Was? Was so... Okay. Ich bekomme Angst. Was ist das? Holy... Was sind das für Sounds? Ich kann mir unter den Sounds überhaupt nichts einbilden. Okay, oh nein, nein. Was ist das denn? War da gerade was? Oh, da steht was. Which day did call me? Flames engulf
All I hold dear. Reduce their aggression. Oh! Was ist das denn? Scheiße! Was? Was bist du? Was bist du denn? Ist das so ein Slender Game? Oh, wie assi! Shit! Oh, jetzt. Okay. Ey, oh fuck, da ist sie wieder. Was bist du denn? Oh, Zelte. Cool. Oh, da drüben leuchtet irgendwas. Gefällt mir. Was haben wir hier? Eine Träne. Schön. Gefällt mir gut. Okay. Oh, da ist sie wieder. Abhauen. Oh, oh, was ist das denn? Das sieht interessant aus. Und irgendwie höre ich so ein... Was ist das? Was sehe ich da denn? Das sieht... Was ist das? Oh, so ein Orb. Hä, wo ist er? Darüber, darüber, darüber habe ich gesagt. Du gehst darüber. Oh, fuck, 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 fuck. Oh Gott, nein. Ah! Okay. The fuck?